Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch heute die mittlerweile 23. Folge von meinen kleinen WoW-Spielzeug-Guides präsentieren. Ja, und heute geht es um Spielzeuge, die wir alle von einer Händlerin erhalten, und zwar von einer kleinen Gnomin, die steht hier gerade hinter uns, Fanny Fallenschupp heißt sie. Und diese verkauft unter anderem Spielzeuge und auch Pets Seid ihr gegen eine bereit? bestimmte Währung, und zwar hier diese Haustürglücksbringer. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was es alles gibt. Und zwar gibt es hier insgesamt vier Pets, die interessieren uns jetzt in dem Video nicht. Da werde ich ein anderes zu machen, gleich im Anschluss. Also das wird jetzt hier so ein bisschen was Verknüpftes, aber dazu sage ich gleich nochmal was. Und dann natürlich, was jetzt hier bei dem Toy-Video mit reinkommt, sind natürlich die drei Spielzeuge, die wir uns holen können. Und einmal haben wir hier nämlich den unzerstörbaren Knochen. Da können wir dem mopsigen Streuner so einen Knochen geben. Der mopsige Streuner ist dieses Viech, wenn ihr diese, ich glaube, fünf Random-Instanzen war es, wo ihr gehen müsst oder mehr, ich weiß nicht. Also das habe ich damals zu Wattle, als sie das eingeführt haben, schon gekriegt. Auf jeden Fall kann man da diesem Haustier einen Knochen geben, anscheinend. Dann haben wir hier den Geisterzauberstab. Mittels dieses Zauberstabs kann man ein Haustier ein spektrales Aussehen geben, hat eine Minute Abklingzeit. Und dann haben wir hier das interessanteste Item, und zwar dieser magische Haustierspiegel. Und dann können wir das Aussehen von einem Kampfhaustier annehmen. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal das Zeug und schauen uns das gleich mal an. Und zwar, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, wie man in einigen Kochsendungen doch so gerne mal sagt. Und zwar habe ich hier schon, wie ihr sehen könnt, ein bisschen über 1000 von diesen Marken. Das hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, die zu farmen, aber jetzt habe ich sie alle und somit kann ich mir alles kaufen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal den Spielzeugen gleich mal an. Kaufen sie alle drei. Also für die Spielzeuge, um es nochmal zu gucken, braucht ihr 500, 600, 650 und insgesamt braucht ihr, wenn ihr alles kaufen wollt, ich glaube 1050 oder so. Also da, so, dass es gerade bei mir rausgeht. So, ich würde sagen, wir lernen das Zeug jetzt mal alles. Ach ja, ich habe gleich das Achievement hier gekriegt mit den 200 Spielzeugen. Wunderbar, warte, jetzt habe ich wieder ein paar Punkte mehr. 25.460, ich glaube, ich müsste jetzt auf World Rank 80 sein, wo ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Vielleicht irgendwie sowas, auf jeden Fall bin ich gut über in den Top 100 noch. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal die Spielzeuge an. Und zwar schauen wir die gesammelten an. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir erstmal den Geisterzauberstab, wo mein Haustier eine astrale Erscheinung bieten können. Ah, das ist natürlich jetzt wieder in einem Menü. Das kann man ja auch immer rausziehen, das Zeug. So, schauen wir mal weiter, was wir noch so alles Tolles haben. Genau, hier haben wir das hier. Ich wurde mal gefragt, was ich dann überhaupt rausgezogen habe. Alles bei 124 Button, die ich habe. Meinte, dass fast alles belegt. Gut, wenn man sich natürlich solche Sachen dann rauszieht, dann wird's voll, aber das schmeiße ich dann wieder raus. Also die Spielzeuge lasse ich nicht hinreißen. So, die drei Sachen haben wir uns rausgezogen. Jetzt gucken wir mal, was für ein Haustier hier ein astrales Aussehen geben wollen. Ist eigentlich wurscht, oder? Was haben wir hier? Irgendwas Tolles? Nee. Ach, ich nehme den Himmelsdrachen. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingshaustiere. Obwohl, der hat schon ein astrales Aussehen. Ja gut, komm, das machen wir jetzt nicht so kompliziert. Wir beschwören jetzt hier einfach dieses Haustier hier, bevor ich da jetzt stundenlang rummache. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen näher ran. Wahrscheinlich, wie ich das so einschätze, immer wenn ich sowas zeigen will, dann buggt die Scheiße. Also, aber, so, hier das erste Teil. Ja gut, das wird halt so ein bisschen durchsichtig. Sieht nicht schlecht aus, ja, okay. Dann das mit den Hunden schauen wir mal gleich. Dann machen wir diesen Haustierspiegel. Jetzt habe ich mich in das Haustier verwandelt für 10 Minuten, cool. Aber nicht in dieses Astrale. Okay, ich dachte jetzt vielleicht übernimmt dieses Astrale dann noch. Schauen wir mal, ob ich in den Bären gehe. Ja, dann ist es weg. Ah, da hat Blizzard wieder Scheiße gebaut für Druids, die nicht gerade hier Heal-Druid spielen und in der Caster-Gestalt rumlaufen, ist das natürlich schon wieder kontraproduktiv, das Ganze, weil die Verwandlung überschrieben wird. Aber okay. So viel dazu. Und dann haben wir noch diesen Knochen. Jetzt brauche ich den mopsigen Streuner. Mopsiger Streuner, da haben wir ihn. Und dem kann man anscheinend damit einen Knochen geben. Ja, jetzt hat er einen Knochen. Ja, ist halt auch ein nettes Gimmick für Leute, die damit gerne rumspielen. Ist es sicher eine nette Sache. Für mich ist es eher eine Sammelangelegenheit. Also sprich, ich sammle das Zeug ja, um dann halt auch dementsprechend Achievements und Konsorten dadurch ja zu erhalten. So viel dazu. Jetzt gibt es ja noch ein paar Haustiere, beziehungsweise
Ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, wo ihr diese Marken herbekommt, was da so ein bisschen effektivere Wege, beziehungsweise neben den Markenfarmen kann man auch ziemlich effektiv Haustiere leveln. Da ich jetzt aber so in dem Twist bin, in welchen Bereich ich dieses Video reinmache, ich habe ja eine Reihe mit Haustieren, ich habe eine Reihe mit Spielzeugen, werde ich jetzt den Spielzeugteil hier belassen, also einen relativ kurzen Abschnitt machen, verlinke euch dann das nächste Video, da würde ich dann die Haustiere mir holen, beziehungsweise dann euch auch das mit Marken zeigen, also sprich, das wird definitiv der längere Teil, aber einfach um das so ein bisschen aufzuteilen, wegen dem Formaten, die ich habe. Also, bevor die Frage kommt, Moment, ich mounte nochmal auf, und zwar das Mount, was ich hier habe. Das habe ich mir vor. Ne, gestern. Gestern habe ich mir das geholt von Blackhand Mystisch. Und ja, sieht ganz nett aus. Haben, denke ich mal, im Moment noch nicht ganz so viele Leute, deswegen, ja, habe ich das jetzt mal benutzt. Immer so ein bisschen die neueren Mounts, die ich habe, streue ich in den Videos ein. Um die Frage schon mal vorwegzuklären. Ja, dann wären wir mit dem Video am Ende. Wie gesagt, das andere werde ich euch gleich mal verlinken, dann. Ja, steigen wir da gleich bei den Pets ein. Ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Chilla. Ciao.